in den menschlichen Körper geboren durch die Jungfrau Maria, mein Lieber. Das ist so krass. Sag, warum Jesus Gott ist. Weil Jesus selbst gesagt hat, ich bin Gott, betet mich an. Ah, die Muslime, das ist die Zauberfrage der Muslime. Wo sagt denn Jesus, ich bin Gott, betet mich an? Jesus sagt in Johannes 8, 24, ich bin Gott. In Johannes 8, 58 sagt er, ich bin Gott. In Markus 14, 61, 62 sagt er, ich bin Gott. In Johannes 14, Abvers, glaube ich, 14, 6, Abvers 12 sagt Jesus, betet mich an. Also Jesus sagt klipp und klar in verschiedenen Versen, ich bin Gott und betet mich an. Ganz klar. Und da kommt ein Zakir Naik, der euch Muslime den Gehirn wäscht und sagt, give me a Christian who can say through the Bible that Jesus Christ, peace be upon him, can say, I am God and worship me. Ja, bring mich zu Zakir Naik und ich werde Zakir Naik seinen Mund stopfen mit dem Evangelium und ihm zeigen, dass Jesus wahrhaftig gesagt hat, ich bin Gott, betet mich an. Und er hat das gesagt. In Johannes 8, 58 sagte er, ich bin der ich bin. Er sagte, ich bin Jahwe. Und die Juden haben verstanden, dass Jesus gesagt hat, dass er Gott ist. Und sie wollten ihn steinigen dafür, weil er wahrhaftig gesagt hat, ich bin Jahwe. Dass er gesagt hat, bevor Abraham wurde, bin ich. Und dieses bin ich ist aus 2. Moses, 2. Buch Mose 3, 14. Da sprach Mose zu Gott. Und Gott sagte zu Mose, nee, Mose sprach zu Gott, Herr, wenn ich zu den Israeliten komme, wie soll ich dich nennen, Herr? Dann sprach Gott zu Mose, sag den Kindern Israels, ich bin, hat dich gesandt, ich bin, der ich bin. Also Gott sagte, ich bin Jahwe, ich bin Jahwe, ich bin Elohim, ich bin El Shaddai, ich bin Adonai, der Name Gottes, Jahwe, J-H-W-H, ich bin. Und Jesus sagte, bevor Abraham war, bin ich. Jesus nimmt den Namen Gottes im Altaramäischen, beziehungsweise Hebräischen, beziehungsweise im Neuen Testament, Altgriechischen, sagt Jesus, ich bin Jahwe in Vers 24 und in Vers 58 in Johannes 8. Also du kannst mir alles erzählen, aber du hast keine Ahnung von Altgriechisch wahrscheinlich, du hast keine Ahnung von Hebräischen oder vom Aramäischen und versuchst mir etwas zu erzählen. Selbst in 1. Mose, wo die Bibel anfängt in der Tora, in den ersten 3 Wörtern steht ganz klar Vater, Sohn, Heiliger Geist. Es ist so traurig, dass die meisten von euch keine Ahnung haben von der Heiligen Schrift. Moment, ich werde auf jeden Fall... So. Alles klar. Stopfen wir mal den Lügner des Mund und zeigen wir mal den Lügnern hier, die nicht den Geist Gottes haben, mal die Wahrheit über den Herrn Jesus Christus. So, wir brauchen hier Licht. So, ich glaube, das reicht hier. Okay, jetzt sitzen wir uns mal hin und zeigen mal ihnen, dass Jesus Gott ist, dass er Himmel und Erde geschaffen hat und dass er der wahre Gott ist. Und kein Allah, der 2 rechte Hände hat und ein Schienbein hat, ein Gott, den sie anbeten. Und dieser Gott namens Allah erhört nicht mal ihre Gebete. Sie haben keine Beziehung zu ihm. Ihr Gott spricht nicht in ihr Geist, weil sie weder den Geist Gottes haben, noch haben sie den Vater, noch den Sohn. Mein Gott spricht in mein Geist, Gott spricht in mir. Und das schon oft, das hat der Herr schon dankbar, bin ich schon oft getan. Hast du eine Beziehung zu Gott? Spricht Gott in dein Geist? Ich glaube nicht. Weil dann würdest du als Muslim sagen, Astaghfirullah, Bruder, ich bin doch nicht ein Prophet wie Mohammed. Gott spricht ja nicht zu mir, weil ich dir sage, nicht mal Allah hat zu Mohammed gesprochen, weil Allah erstens nicht existiert. Zweitens hat Mohammed keiner Anzeichen für einen biblischen Propheten. Die Bibel unterscheidet einen biblischen Propheten von diesem falschen Propheten namens Mohammed. So, alles klar. Ich werde mal meinen Hintergrund ändern und dann gehen wir mal. Danke für die Geschenke, Leute, Gott segne. So. Jetzt zeigen wir mal diesen antichristlichen Geistern, wie die Muslime, die nicht den Geist Gottes haben, sondern den Geist des Antichristen, mal die Wahrheit des Evangeliums. So, jetzt gehen wir auf 1. Mose. Wir fangen von Anfang an. Ich mag keine halben Sachen, Leute. Ich mag keine Lügen und ich mag keine Lügner und ich mag erst gar nicht Menschen, die in mein Live kommen und spotten, hetzen, beleidigen und Lügen erzählen. Und solchen Menschen stopfe ich gerne den Mund mit dem Evangelium, in Liebe natürlich, aber gerne stopfe ich denen den Mund mit dem Evangelium, damit sie mal die Wahrheit hören, damit sie aufhören, in mein Live zu kommen und Lügen zu erzählen. Ich habe wirklich die Schnauze voll von diesen antichristlichen Geistern. Immer kommt der Teufel. Der Teufel kommt immer in mein Live, als würde der Teufel zu den Muslimen sagen, Allahu Akbar. Und dann machen sie ihren Gebetsruf und kommen in mein Live, um zu hetzen.
Jedes Mal. Als würde die Dämonen, der antichristliche Geist in diesen Muslimen sagen, Yalla, meine lieben Muslime, lass mir wieder, heute ist der Bibelprediger online, lass mal wieder reingehen und ihn hetzen. Als würden die Dämonen sich gegenseitig rufen und jedes Mal kommen sie in mein Live, um zu lügen, zu hetzen und zu beleidigen. Es ist unfassbar. Es ist ein Phänomen, das seit 9 Monaten mache ich TikTok und jedes Mal passiert das, dass diese antichristlichen Geister in mein Live kommen und hetzen. So, wir drehen mal die Kamera um. So, Leute, ich bin hier auch nicht in meiner Wohnung, ne? Das ist so wie eine. Ja, egal. Die Leute denken sich immer, warum hat der Bre immer eine neue Kulisse hier? Das ist nicht meine Wohnung. So, wir gehen auf 1. Mose. Der Anfang der Welt, Gott erschafft Himmel und Erde. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wenn du im Hebräischen nachschaust, wer ist denn dieser Gott? Dieser Gott ist A. Dieser Gott ist Elohim, die Mehrzahlform von hebräischen Eloha, die Mehrzahlform Elohim, Mehrzahl. Gott ist Echad im Hebräischen, Gott ist Echad im Altaramäischen, Gott ist eine Einheit, Mehrzahlform Elohim. Im Anfang schuf Vater und Sohn durch den Geist die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Erde. Und der Geist Gottes, die dritte Person, Jahwes, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Elohim sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte es Nacht. Also Gott, der Vater, schuf durch das Wort Jesus Christus und der Kraft und die Person des Heiligen Geistes ganz klar, erstens was? Licht. Jesus ist das Licht der Welt. Wir sehen hier ganz klar, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, die Mehrzahlform Elohim im Hebräischen, Altaramäischen, Mehrzahlform, Gott ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und das zeigt uns Gott in 1. Moses am 6. Tag. Und der 6. Tag hier, und Gott sprach, die Erde bringe, also wir können hier unten lesen, die Erschaffung der Menschen. Guck mal. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Mehrzahl. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Dreimal uns. Eins, zwei, drei. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Gott sprach, Elohim sprach, lasst uns Mehrzahl Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wo steht das? Im Prophet Jesaja im Alten Testament. Jesaja 48, 16. Im Prophet Jesaja sagt uns, in der Tora, in Jesaja 48, Vers 16: Naht euch zu mir und hört dieses. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Seitdem es geschehen ist, bin ich da. Und nun hat mich Gott, der Herr und sein Geist gesandt. Hier spricht der Sohn Gottes. Und nun hat mich der Vater, Gott, der Herr und sein Geist gesandt. Also Gott, der Herr, der Vater, schickt den Sohn durch den Geist. Gott, der Vater, schickt den Sohn, mich, das ist der Sohn, mich. Und nun hat mich Gott, also das ist der Sohn, jetzt hat Gott, der Vater, mich, den Sohn, durch den Geist gesandt. Der Vater sendet den Sohn durch den Geist in die Jungfrau Maria. Ihr seid so dermaßen verblendet, meine lieben Muslime, dass ihr, die Trinität wurde vom Konzil von Nizia gemacht und es ist die Erfindung eines Menschen. Nein, ist es nicht. Die Trinität ist biblisch, so wie im Alten und im Neuen Testament. Wo sehen wir es noch? Jetzt gehen wir auf das Neue Testament. Jetzt gehen wir mal auf Johannes 14, Vers 26. Okay. Leute, fragt euch nicht, warum sich das bewegt. Guck mal, das ist so, das bewegt sich halt so, ne? Das ist so ein Tisch mit so einem Seil. Also das ist so eine Wohnung, die sehr groß ist, so ein Haus, Leute. Und ich habe hier meine eigene Wohnung, wo ich halt hier schlafen kann. Und ich habe halt mein eigenes Apartment hier, wo ich halt hier meine Arbeit machen kann. Genau. Und ich kann jedes Mal halt hier für meine Arbeit herkommen. Es ist nicht meine Wohnung. Es ist ein großes Haus. Genau, Johannes 14, Vers 26. Guckt euch das mal an. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinen Namen. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Der Geist
ist nicht der Vater, noch ist der Vater der Sohn. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinen Namen, im Namen Jesus Christus. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ganz klar zu unterscheiden, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Okay, jetzt gehen wir zurück auf Sprüche 8. Jetzt gehen wir auf Sprüche 8 im Alten Testament. Jetzt gehen wir Altes Testament, Sprüche 8. Und es erzählt mir, Leute, wer wird hier prophezeit? Die Selbstoffenbarung der Weisheit. Der Herr, das ist der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Aber da spricht der Vater und eine andere Person. Wer ist diese andere Person im Alten Testament? Sprüche, das ist 2000 Jahre vor dem neuen Bund circa, oder ungefähr 1500 bis 2000 Jahre vor dem neuen Bund. Vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht kann mich jemand besser, eines Besseren belehren. Aber das ist auf jeden Fall Jahrtausende, bevor Christus auf die Welt kam. Und im Alten Testament steht, der Herr besaß mich von Anfang seines Weges. Wer ist mich? Wer ist dieses mich? Der Herr besaß mich am Anfang seines Weges. Ehe er etwas machte vor aller Zeit, ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde, als noch keine Fluten waren, wurde ich geboren. Wer ist diese Person? Wer ist diese Person? Wer war beim Anfang beim Vater? Wer ist seit Ewigkeiten her beim Vater? Wisst ihr, wer das ist? Das ist Jesus Christus, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Vater und der Sohn, die ewig leben. Okay, jetzt liest euch das mal an. Wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtete alle Enden der Erde auf? Was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Was ist sein Name Gottes und was ist der Name seines Sohnes? Der Sohn Gottes ist ganz klar von Ewigkeiten her, Sprüche 8, das ist Sprüche 30, und in Sprüche 8 ist der Sohn Gottes seit Ewigkeiten beim Vater. Jetzt gehen wir auf Psalm 2. Psalm 2, ab Vers 7. Wir lesen hier von hier. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Aha! Gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Zwei Personen. Okay, wer ist diese zweite Person? Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Das ist der Unterschied zwischen diesen Heuchlern von Muslimen, die sagen, in Surat 112 sehen wir, wer überhaupt Allah ist. Allah, die Schlange, der sagt, Allah, der Erhabene, der Eine, der spricht, ich habe nicht gezeugt, ich bin nicht gezeugt und ich werde nicht zeugen, sagt Allah. Was sagt das Alte Testament? Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und diese ist wahrhaftig. Allah hat nicht gezeugt. Somit ist Allah auch nicht der Gott der Bibel, denn der Gott der Bibel, Jahwe, ist ein Wesen mit dem Sohn. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Was bedeutet gezeugt? Die Leute denken wirklich, gezeugt heißt, dass er eine Existenz hat. Nein, gezeugt ist nicht geschaffen. Das sagt auch zum Beispiel die orthodoxe Glaubenslehre, dass Jesus Christus gezeugt, nicht geschaffen. Wahrer Gott vom wahren Gott, Licht vom Licht. Wie ist das möglich? Ja, weil der Sohn ein Wesen mit dem Vater ist. Er ist aus dem Vater hervorgegangen. Er ist das Wort des Vaters. Er ist eine Essenz mit dem Vater. Er ist nicht geschaffen. Wir haben Sprüche 8 schon gelesen. Ich bin seit Ewigkeiten beim Vater. Gezeugt, nicht geschaffen, aus dem Vater hervorgegangen, seit Ewigkeiten beim Vater, schon immer beim Vater, weil der Herr Jesus sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Jesus hat weder einen Anfang noch hat ein Ende. Und da steht in Hebräer im Altgriechischen was Interessantes. In Hebräer steht im Altgriechischen was Interessantes, in Hebräer 1, Vers 1. Und das hat mir ein orthodoxer Bruder gesagt,
weil er Grieche ist und weil er auch Grieche ist, versteht er auch Altgriechisch. Und wenn du diesen Vers im Altgriechischen prüfst, weißt du, was hier steht? Also wir stehen hier, wir lesen mal vor. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf viele Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, also Gott hat zuerst durch die Propheten gesprochen, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Der Sohn wird unterschieden durch einen Propheten, weil der Sohn selbst Gott ist. Glaubst du, Gott ist ein Prophet? Nein, Gott ist kein Prophet. Der Sohn ist kein Prophet. Der Sohn ist Gott. Gott sprach zu den Propheten und Gott sprach durch seinen Sohn. Ihn, also den Sohn, hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn, also durch den Sohn, hat er auch die Welten geschaffen. Und hier im Altgriechischen steht im B, können wir mal vorlesen, die Mehrzahl vom Ion. Also Gott hat auf jeden Fall alles geschaffen. Er hat die Weltzeiten geschaffen. Hier steht's. Im Altgriechischen kannst du durchlesen. Er hat nicht nur die Welten geschaffen, der Sohn, sondern der Sohn hat die Weltzeiten geschaffen. Sondern das bedeutet, Gott, der Vater, hat durch den Sohn die Zeiten geschaffen, die Weltzeiten. Das bedeutet, im Anfang schuf Elohim Himmel und Erde. Im Anfang schuf Gott Raum, Zeit und Materie. Er hat durch den Sohn die Weltzeiten geschaffen. Er hat durch den Sohn, hier steht's, die Weltzeiten geschaffen. Gott schuf im Anfang Raum, Zeit und Materie. Und was reden wir, also der Sohn Gottes ist erhaben als die Engel. Jetzt lesen wir mal über den Sohn mal was vor. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Denn zu welchem von dem Engel hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das ist, was wir vorhin gelesen haben aus Psalm. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und er wird den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführen und spricht, alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Alle Engel Gottes sollen Jesus, den Sohn, anbeten. Alle Engel Gottes werden und tun schon, beten Jesus an. Von den Engeln zwar sagt er, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn. Und jetzt spricht der Vater über den Sohn. Dein Thron, o Gott. Also der Vater nennt den Sohn Gott. Der Vater nennt den Sohn Gott. Dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzeslosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt. Zweimal Gott. Weil der Vater wahrer Gott ist und der Sohn wahrer Gott vom wahren Gott ist. Wahrer Gott vom wahren Gott bedeutet aus dem Vater gezeugt, hervorgegangen. Ein Wesen ist der Sohn mit dem Vater, das Wort des Vaters, das Wort Gottes ist Gott. Darum hat dich, o Gott, o Sohn, dein Gott, Vater, gesalbt, mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Und dann spricht der Vater über den Sohn, du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Also der Vater nennt den Sohn Herr. Die Bibel nennt den Vater, auch in den neuen quasi Paulusbriefen zum Beispiel aus Römer und so weiter, nennt der Vater den Sohn Herr. Und der Sohn nennt den Vater Gott, wahrer Gott vom wahren Gott, Licht vom Licht, gezeugt, nicht geschaffen. So, jetzt gehen wir mal auf Johannes und legen mal Johannes aus und dann werde ich die Kommentare kurz wieder einschalten. Wenn die Kommentare wieder respektvoll sind oder sonst was, dann werde ich sie wieder ausschalten. Ich habe keine Lust auf antichristlichen Geistern, die sagen, ja, aber Bruder, wo steht denn, dass Jesus Gott ist? Aber wie kann ein Gott sterben? Und solche lächerlichen Fragen, die seit 9 Monaten ich alle beantworte und ich habe keine Lust von diesen antichristlichen Geistern, die den Sohn Gottes leugnen. Die Bibel sagt ganz klar, der Teufel leugnet den Sohn Gottes durch seinen Geist. Der Teufel leugnet die Kreuzigung und die Auferstehung durch den Geist des Antichristen. Und ich kann euch den Vers sogar gleich zeigen, dass der Geist des Antichristen den Sohn leugnet. Okay, aber gucken wir uns das mal. Das Wort wurde Fleisch. Im Anfang war das Wort Jesus. Das Wort Logos ist ein Name des Herrn Jesus Christus. Logos, im Altgriechischen das Wort griechisch Logos, ist ein Name des Herrn Jesus Christus. Jesus ist das Logos, das ewige Logos. Im Anfang war das Wort Logos und das Wort Jesus war bei Gott und das Wort Logos war Gott selbst. Jesus ist das Wort und Jesus ist Gott. Das Wort war Gott. Jesus ist das Wort war Gott selbst. Jesus ist Gott.
Dieses war im Anfang bei Gott, also das Wort war im Anfang bei Gott, dem Vater. Alles ist durch dasselbe, durch das Wort entstanden und ohne dasselbe, das Wort, ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Wir lesen hier, Jesus ist Gott. Wir lesen hier, Jesus ist schon mal am Anfang beim Vater gewesen. Und wir lesen hier, durch das Wort ist alles geschaffen. Und ohne das Wort ist auch nicht eines geschaffen, was geschaffen ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht, Jesus ist das Licht der Welt, leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er, nicht Johannes war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Also das Licht der Welt, Jesus, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt. Das Licht der Welt ist Jesus Christus. Er war in der Welt, Jesus war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Also Jesus war in der Welt und die Welt ist durch Jesus geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Wie die Muslime heutzutage, wie kann Gott einen Sohn haben? Wie kann das bitte sein? Ich kann das doch nicht glauben. Astaghfirullah, Bruder, was redest du da? Genau wegen diesem Astaghfirullah, genau wegen diesem Unglauben schickst du dich selber in die Hölle. Und das zeige ich dir gleich, warum du dich selber in die Hölle katapultierst. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. So wie die Muslime ihn nicht erkennen, das Wort, das in die Welt gekommen ist und dass die Welt durch das Wort entstanden ist, Jesus, so wie auch die Juden ihn abgelehnt haben, so lehnen ihn die Muslime und die Atheisten und alle Kinder des Antichristen ab. Aber jetzt kommt's. Er kam in sein Eigentum, also Jesus kam in seine Schöpfung und die Seinen, die Menschen, nahmen ihn nicht auf. Also Jesus kam in seine Schöpfung und die Menschen haben den Schöpfer, das Wort Gottes, das Fleisch wurde, nicht angenommen. Allen aber, alle Menschen aber, die ihn aufnahmen, was? Denen gab er das Anrecht. Nein, wir glauben ja, dass wir Sklaven Allahs sind. Wir sind ja Sklaven Allahs. Wir sind doch keine Kinder Gottes, sagen die Muslime. Astaghfirullah, Bruder, was redest du da? Doch, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Warum? Weil wir an den Namen des Sohnes Gottes glauben. Allen aber, die Jesus aufgenommen haben, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern diejenigen, die aus Gott geboren sind. Du musst aus Gott geboren werden. Ich bin aus Gott geboren. Durch Gottes Geist bin ich wiedergeboren. Du musst von Neuem geboren werden. Du musst wiedergeboren werden im Heiligen Geist. Wir sind nicht aus dem Mann geboren. Wir sind weder aus dem Blut geboren. Wir sind weder aus dem Fleisch geboren, sondern wir sind aus Gott geboren. Die wahren Kinder Gottes. Wir sind aus Gott durch den Geist wiedergeboren. Und das Wort wurde Fleisch. Das Wort war Gott. Das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort Gottes, das ewige Logos, das Wort Gottes, Jesus Christus. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Das Wort wurde Fleisch. Gott wurde Mensch in Jesus Christus und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und jetzt kommt's. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Guck mal, die Muslime machen hier einen Cut. Aha, niemand hat Gott gesehen. Aha, uhu, aha. Ja, dann lies mal weiter, mein lieber Munafik, mein lieber Heuchler. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, er hat Aufschluss über ihn gegeben. Der Sohn hat uns den Vater gezeigt. Der Vater hat durch den Sohn gesprochen. Der Sohn sagt, wer mich gesehen hat, der hat Gott den Vater gesehen. Ich und der Vater sind eins. Okay. Merkt euch das jetzt. Ich überspringe alles. Ich kann euch noch 50 andere Verse geben über die Göttlichkeit des Herrn. Ich kann euch wirklich über 50 andere Verse geben, aber ich kann nicht die ganze Zeit euch jetzt Verse geben. Vielleicht morgen oder übermorgen. Aber ich gebe euch jetzt das. Was sagt Johannes? Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Merkt euch das Lamm Gottes.
Merkt euch, Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Okay, jetzt gehen wir auf Buch Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, wie die Welt untergehen wird. In diesem Buch geht die Welt unter. In der Zukunft. Offenbarung 5, Vers 13. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hört ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt, der Vater und dem Lamm, Jesus ist das Lamm Gottes, dem Vater und dem Sohn gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jedes Geschöpf wird Jesus anbeten. Jedes Geschöpf im Himmel und auf der Erde werden den Vater und den Sohn anbeten. Wo sagt Jesus, betet mich an? Hier. Du wirst als Muslim, wenn du in deinen Sünden stirbst, Gott bewahre, dass du in deinen Sünden stirbst und den Sohn Gottes leugnest. Du wirst den Sohn anbeten. Du bist im Himmel und du bist auch auf der Erde eines Tages. Du bist schon auf der Erde und du bist eines Tages im Himmel. Tut mir leid. Du wirst dein Knie beugen und du wirst dem Vater, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm, Jesus Christus, anbeten. Ihm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen, also die Engel, die Seraphimen und die Cherubimen, sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Okay, jetzt gehen wir eine Seite zurück und gucken mal. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, da sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmern das Erz. Wer ist dieser Sohn Gottes? Johannes sieht Jesus auf sich. Oder wir lesen kurz Kapitel 1, einfach kurz. Es wird sehr interessant, Offenbarung. Offenbarung Jesu Christi. Also das ist die Apokalypse. Das ist die Apokalypse, wie die Welt untergehen wird. Das ist das letzte Buch der Bibel, wenn Jesus in seine Allmächtigkeit kommen wird und der Sohn Gottes vom Himmel kommt und den Zorngericht Gott des Allmächtigen zeigt. Und Jesus wird in seiner allmächtigen Gottesgestalt auf die Erde wiederkommen und dann werden die Muslime nicht mehr sagen, aha, wir haben wirklich gedacht, Isa ibn Maryam kommt vom Himmel und wird das Schwein töten und das Kreuz brechen. Nein, er wird weder das Schwein töten, noch wird er das Kreuz brechen, sondern er wird euch als Lügner darstellen und ihr werdet gegen das Lamm Krieg führen und das Lamm Gottes, Jesus Christus, wird euch überwinden in Offenbarung 19 und wird den Islam vernichten und alle antichristlichen Religionen, die gegen das Lamm Krieg führen in der Zukunft, in Gog und Magog, werden vernichtet werden. Also dein Dschihad und deine Umma, dein Kalif wird untergehen mit deinem Unglauben gegenüber dem Sohn Gottes, sagt die Bibel, und das kann ich euch dann morgen zeigen. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um zu seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt und alles, was er sah. Glückselig ist der, der die Worte der Weissagung liest. Und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden, also am Kreuz, gewaschen hat, durch sein Blut und uns zu Königen und zu Priestern gemacht hat. Ja, wir sind Könige und wir sind Priester durch Jesus Christus, der uns zu Königen und zu Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, Jesus, also er, kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die Muslime werden sehen, dass sie die Munafikun sind und die Umma, die gemacht worden sind, um gegen das Lamm zu kämpfen und dann und das Lamm wird sie überwinden, denn er ist der König der Könige, der Herr der Herren. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A, also das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige spricht hier. Okay, ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin, jetzt lesen wir bis hier.
Ich, Johannes, der euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes, um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, das ist der Sohn Gottes, wie von einer Posaune, die sprach, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamus, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Der erhöhte Herr Jesus Christus. Und jetzt wird der Herr Jesus Christus in seine Allmächtigkeit beschrieben. Jetzt wird der Herr Jesus in seine Gottesgestalt beschrieben. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und inmitten den 7 Leuchtern einen, der einen Sohn des Menschen glich. Wer ist der Sohn des Menschen aus Buch Daniel? Jesus Christus, der allmächtige Gott, der Sohn des Menschen, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, Jesus Christus, der bekleidet war mit einem Gewand, das zu den Füßen reichte und um die Brust gegürt mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme war wie das Rauschen vieler Wasser. Und er, Jesus, hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Wir lesen in Offenbarung 21 auch, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, ja, dass Jesus das ganze Paradies erleuchtet durch seine Person. Wie die Sonne in ihrer Kraft erleuchtet Jesus das ganze Paradies. Und als ich ihn sah, fiel ich, Johannes, Jesus sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich. Und was spricht der Herr Jesus jetzt? Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot, also am Kreuz. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Was haben wir hier gelernt? Der Herr Jesus Christus ist der Erste und der Letzte. Der Herr Jesus ist das Alpha und das Omega. Der Herr Jesus wird von jedem Geschöpf angebetet werden in Offenbarung 5, Vers 13. Was lesen wir hier? Dass Jesus Gott ist. Wir lesen hier, dass jedes Geschöpf im Himmel und auf der Erde Jesus, dem Vater und dem Lamm, Jesus Christus, anbeten wird. Ihr werdet sehen, dass euer Islam die größte Lüge ist und eine Science-Fiction-Geschichte, die selbst ein kleiner Junge erzählen könnte und ich sie nicht glauben würde. Wacht auf und rette deine Seele. Jesus starb für deine Sünden am Kreuz und ist wahrhaftig am dritten Tag auferstanden. Und jeder, der den Sohn leugnet, der leugnet Gott den Vater und den Geist Gottes und lästert gegen den Geist und geht für alle Ewigkeiten in die ewige Hölle. Und was ist diese ewige Hölle? Offenbarung 20, 14 bis 15. Und wir lesen das gerne, damit wir euch ermahnen. Aus Liebe, du musst Gottesfurcht haben. Und ich sah einen großen weißen Thron. Wer ist auf dem Thron? Jesus Christus. Römer 14. Wir werden alle vor dem Richterstuhl Christus erscheinen, vor dem Thron des Christus. Und ich sah einen großen weißen Thron und der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die toten Menschen wurden gerichtet, gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich, die Hölle, gaben die Toten heraus, die in ihm waren. Und sie wurden alle gerichtet, ein jeder Mensch nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Also die Hölle, das Totenreich, kommt in die ewige Verdammnis, in den schlimmsten Ort, was du dir wünschen kannst. Dieser Ort ist schlimmer, als was Hitler zu den Juden getan hat. Dieser Ort ist schlimmer als die erste Hölle. Dieser Ort ist schlimmer als über 100.000 Grad Celsius. Glaub mir, ich habe Geschwister gehört, die diesen Ort kennen und in einer Vision diesen Ort gesehen haben. Ich wünsche meinen schlimmsten Feind nicht diesen Ort. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Rette deine Seele vor diesem Ort. Dieser Ort ist real. Und der Satan, guck mal,
Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet, wie auch Mohammed der falsche Prophet ist. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Rette deine Seele vor dem Islam, rette deine Seele vor dem Atheismus, vor allen falschen Religionen, die den Sohn Gottes ablehnen. Glaub mir, jeder Mensch, der die Gnade Gottes in Christus ablehnt, sein Name wird aus dem Buch des Lebens gelöscht werden. Wenn dein Name nicht im Buch des Lebens ist, mein lieber Freund, du wirst dir wünschen, niemals geboren werden zu sein. Guck mal, die Feuersee. Ein Mensch wird es nicht aushalten. Die Menschen werden es nicht aushalten an diesem Ort. Dieser Ort ist nicht gemacht worden für den Menschen. Der Herr Jesus sagt, dieser Ort wurde gemacht für den Teufel und seine Engel. Für den Teufel und seine Engel wurde dieser Ort gemacht, nicht für den Menschen. Aber weil der Mensch rebellierte im Garten Eden durch die Erbsünde, darum wird der Mensch, wenn er nicht Buße tut und an den Messias, den Christus, den Sohn Gottes glaubt und was der Sohn Gottes für dich am Kreuz getan hat. Guck mal, das ist das Evangelium. Wir sind alle Sünder und Gott möchte dich nicht in die Feuersee werfen. Du schickst dich selber in die Feuersee, wenn du nicht glaubst, dass Jesus, der Sohn Gottes ist, wahrhaftig gekreuzigt und wahrhaftig auferstanden. Der historische belegte Jesus. Weißt du, Gott liebt dich. Aber Gott ist gerecht. Gott kann nicht die Menschen ungestraft lassen. Die ganzen Pädophilen, die ganzen Vergewaltiger, die ganzen Mörder, die ganzen Psychopathen, die ganzen Illuminaten, die was die Kinder essen, Kinderblut trinken, die ganzen widerwärtigen Menschen. Gott muss richten. Gott wird die Erde richten. Und Gott richtet jeden Menschen. Wie? Okay, jetzt lesen wir es. Wie kommst du aus dem Zorn raus? Wie kommst du raus von der Feuersee? Guck mal. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, also in die Hölle, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Du wirst nicht gerichtet am weißen Thron Gottes. Offenbarung 20. Wer an den Sohn Gottes glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin besteht das Gericht, dass das Licht, Jesus also ist das Licht, in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, also als Jesus, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht, der hasst den Herrn Jesus und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Wenn du an den Sohn Gottes glaubst, wirst du nicht gerichtet. Du bist freigesprochen durch den Sohn. Du bist reingewaschen durch sein Blut. Glaube an den Sohn Gottes, dass er für dich gekreuzigt und auferstanden ist und du hast das ewige Leben. Und das bestätigt dieser Vers. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seiner Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihn. Der Zorn Gottes bleibt auf jeden Menschen, der nicht an den Sohn Gottes geglaubt hat. Das ist das Gericht für alle Menschen. Alle, die den Sohn Gottes ablehnen, kommen in die Feuersee. Sie schicken sich selber in die Feuersee, weil sie nicht geglaubt haben. Und alle, die den Sohn annehmen, die sind freigesprochen durch den Sohn. Entweder du bist verurteilt durch den Sohn, oder du bist freigesprochen durch den Sohn. Und ich bete im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr nicht verurteilt werdet. Ich wünsche euch diesen Ort, ich sage es euch, Leute, bitte rettet eure Seelen. Ich bitte euch vom ganzen Herzen, bitte rette deine Seele vor diesem Ort. Es ist Endzeit, Leute. Der Herr Jesus wird zurückkommen. Er wird diese Welt richten. Der Herr Jesus sagt, guck mal, nennt mich ein Lügner, obwohl ich kein Lügner bin. Wenn ihr mein Wort nicht glaubt, dann glaubt bitte diesen Worten, was hier steht. Wenn ihr mein Wort nicht glaubt, dann glaubt doch Offenbarung 22. Die letzte Seite der Bibel. Das ist die letzte Seite der Bibel, meine Lieben. Offenbarung 22. Und siehe, also ich, Jesus, siehe, ich komme bald und mein Lohn ist mit mir, um einen jeden zuzuvergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, spricht der Herr Jesus. Glückselig sind die, seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können, das neue Jerusalem, das Paradies.
Er spricht es diesbezeug, ja, ich komme bald, Amen. Ja, komm, Herr Jesus, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Der Herr Jesus wird bald kommen. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Glaub mir, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm, Herr Jesus. Und wer da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der Herr Jesus möchte das Wasser des Lebens, das im Paradies ist, dir umsonst geben. Er möchte dir das Wasser des Lebens, das im neuen Jerusalem ist, im Paradies, umsonst geben. Er möchte dir einen unsterblichen Körper umsonst geben. Er möchte alle deine Sünden vergeben und er hat alle deine Sünden am Kreuz vergeben. Du musst es nur empfangen. Nimm dir das Geschenk an, was der Herr Jesus Christus am Kreuz für dich getan hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott liebt dich und Gott starb für dich am Kreuz. Der Sohn Gottes starb für dich am Kreuz und ist wahrhaftig auferstanden. Die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Wann rufst du den Namen des Herrn an? Möchtest du Christ werden endlich? Möchtest du im Buch des Lebens stehen? Möchtest du freigesprochen sein? Ich werde die Kommentare wieder einschalten. Lass mich für dich beten. Schreib ich will in den Kommentaren oder deinen Namen. Schreib deinen Namen oder ich will in den Kommentaren und lass mich für dich beten. Und ich bete durch die Kraft des Heiligen Geistes und ich sage euch, Gott ist gnädig. Jesus möchte dir vergeben. Und das hat er für dich am Kreuz getan. Er hat deine Schuld am Kreuz getragen. Er hat deine Pornografie, deine Unzucht, dein Lügen, dein Stehlen, deine Drogen, deine Zigaretten, deine Shisha-Bar. Er hat alles am Kreuz für dich vergeben. Er hat am Kreuz das getan, was niemand für dich tun würde. Also möchtest du Christ werden, möchtest du Kind Gottes werden, möchtest du den Heiligen Geist empfangen, möchtest du freigesprochen sein, möchtest du endlich Frieden in der Seele, möchtest du keine Depressionen mehr, keine Suizidgedanken, keine Ketten der Sünden, möchtest du endlich frei werden. Die Bibel sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Wenn euch nun der Sohn befreit, so seid ihr wirklich frei. Der Sohn hat mich freigemacht vom Islam. Ich war 18 Jahre in dieser falschen Religion. Diese Religion ist nicht wahr. Die Bibel sagt, der Teufel leugnet den Sohn Gottes. Der Teufel leugnet die Kreuzigung und die Auferstehung. Johannes 12, Johannes 14 leugnet er ihn. Und Petrus selbst sagte, Herr, ich möchte nicht, dass du stirbst. Was sagt der Herr Jesus? Weiche von mir, Satan, denn du denkst menschlich und nicht göttlich. Jeder, der Herr Jesus nennt ihn sogar Satan, weil er die Kreuzigung verhindern möchte. Warum? Weil der Satan durch das Werk am Kreuz gerichtet ist. Und der Satan musste eine neue Religion gründen, um die Menschen wieder in die Hölle zu schicken. Und das ist der Islam. Der Islam leugnet alle Grundlagen, was dir ewiges Leben gibt. Er leugnet den Sohn Gottes, die Kreuzigung, die Auferstehung, die Vergebung der Sünden. Er leugnet alles, was dir laut der Bibel ewiges Leben gibt. Und möchte deinen Namen aus dem Buch des Lebens auslöschen. Glaub mir, eines Tages werden die Muslime sehen, dass Jesus wahrhaftig Gott ist und sie werden ihn in seiner Allmächtigkeit sehen. Und nochmal, ich werde noch einen Vers vorlesen und dann werde ich auf jeden Fall auffordern, den Herrn Jesus öffentlich anzunehmen. Warum öffentlich? Weil der Herr Jesus öffentlich gesagt hat, tut Buße und das Reich Gottes ist unter euch gekommen. Ich möchte euch zu Menschenfischern machen. Der Herr Jesus möchte euch zu Menschenfischern machen. Er möchte, dass du eine Berufung hast. Jeder im Leib Christi, jeder, der an den Sohn Gottes glaubt, der hat auch Gaben im Heiligen Geist. Der hat auch eine Berufung im Geist Gottes. So, meine Berufung ist zum Beispiel als Evangelist. Ich kann aus dem Heiligen Geist predigen. Das ist auch eine Gabe. Ich kann die Verse automatisch aus meinem Geist geben. Das ist auch eine Gabe von Gott. Also ich habe Gaben von Gott bekommen. Andere haben andere Gaben bekommen. Durch den Heiligen Geist natürlich. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Durch seine Gnade und seinem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wie Paulus sagt, und nun lebe ich nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Also Christus lebt in jedem wiedergeborenen Christen. Und wir sprechen die Worte des Herrn Jesus aus durch den Geist. Denn der Geist hat sie schon vor 2000 Jahren durch Christus gesprochen. Und er spricht sie heute noch durch seinen Kindern aus. Und wir sind seine Kinder. Okay. Matthäus 10, Vers 32 und 33. Hört euch das mal an. Bitte, liest euch das durch. Jeder nun, der sich zu mir, also Sohn Gottes, Jesus Christus bekennt, jeder nun, der sich zu mir bekennt, vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Alle, die den Sohn Gottes verleugnen vor den Menschen, der Herr Jesus wird dich auch verleugnen bei seinem Vater im Himmel.
Wenn du aber den Sohn Gottes bekennst vor den Menschen, dann wird der Herr Jesus dich bei dem Vater im Himmel auch bekennen. Bekenn endlich den Herrn Jesus vor der Welt. Wie Paulus sagt, ich schäme mich nicht des Evangeliums, sondern es ist Kraft und Rettung für jeden Menschen, der glaubt. Okay, alles klar. Wir haben alles gesagt, was ich sagen möchte. Wir haben die Göttlichkeit des Herrn Jesus durch, wir haben Offenbarung durch, wir haben so vieles durch. Also, möchtest du Christ werden, möchtest du Kind Gottes werden, möchtest du endlich den Heiligen Geist empfangen, möchtest du endlich Freiheit haben, dann schreib deinen Namen oder ich will in den Kommentaren und lass mich für dich beten. Ich schalte jetzt mal wieder die Kommentare ein. So, ein bisschen ab. So, ich will. Okay. Welche Bibel ist das? Schlacht der 2000. Halleluja, so viele Menschen. Ich hoffe, die Muslime haben auch zugehört und sie beten auch jetzt mit und kommen zur Wahrheit. Wie ich auch als Ex-Muslim die Wahrheit gefunden habe. Ich will, Halleluja. Okay. So viele. Wenn du Buße tun möchtest, du kannst auch gerne mitbeten. Wenn du Buße tun möchtest oder den Herrn Jesus annehmen möchtest, da kannst du mitbeten. Ich sag's nochmal. Für die Muslime kann ich zwei Verse sagen für die Muslime. Wer ist ein Lügner? Wer nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, hat den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Ihr habt weder den Vater noch den Sohn noch den Heiligen Geist. Meine lieben Muslime, kommt zur Buße. Wenn du jetzt seine Stimme hörst, dann verzage dein Herz nicht, sagt Hebräer 3, glaube ich, und der Psalm 95, glaube ich. Ich muss danach gucken. Genau. Ja, sowieso. Viele Muslime können sowieso nicht glauben. Viele Muslime werden sowieso verloren gehen, die meisten von denen. Warum? Weil der Herr auf jeden Fall gesagt hat, sie sind verstockt im Herzen. Sie können nicht glauben. Sie sind verloren, die meisten von denen. Über 6 Milliarden Menschen, die nicht an den Sohn Gottes glauben. Laut Statistik gehen die alle, wenn sie heute sterben, in die Feuer. Das ist so furchtbar. Das ist eine furchtbare Statistik. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wer nicht an ihn glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihn. Der Zorn Gottes bleibt auf jeden Menschen, der den Sohn Gottes ablehnt. Ich meine, ihr lehnt die Quelle des Lebens ab. Die Person des ewigen Lebens ist der Sohn Gottes. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Ihr lehnt die Quelle des ewigen Lebens ab. Das ist krass. Und ich zeige dir dann die Verse sogar dazu. Gleich dann, wenn ich nachdem ich fertig bin mit dem Beten. Okay, wir haben einige Menschen, die geschrieben haben, ich will. Okay, alles klar. Okay. Leute, ich gucke so rot aus, weil die Lichter hier nicht so... Also die Lichter hier sind ein bisschen rot, ne? Wo ich gerade hier bin. Nicht ich bin rot, sondern die Lichter sind rot. Okay, einige haben ich will reingeschrieben. Okay, dann lasst mich für euch beten. Jeder, der Christ werden möchte, jeder, der den Heiligen Geist empfangen möchte, jeder, der endlich aus Neuem geboren werden möchte, der soll jetzt ich will reinschreiben und ich lasse mich für dich beten auf jeden Fall. Wenn du Buße tun möchtest, dann kannst du auch gerne ich will reinschreiben. Lass mich für dich beten, auch wenn du gesündigt hast. Wenn du Buße tun möchtest oder den Herrn Jesus annehmen möchtest, dann schreib rein. Jesus liebt auch die Muslime, sage ich. Selbst Jesus starb für die Sünden der Muslime. Die Muslime müssen es nur annehmen. Sie müssen ihren Stolz ablegen, ihre Arroganz, ihren Hochmut, diese luziferanischen Eigenschaften und endlich das Injil lesen und endlich mal die Beweise auch sehen, was die Bibel uns sagt und die Qumran-Rollen, die unveränderten Schriften der Heiligen Schrift, die unveränderten, die sind unverändert, die sind in ihrer originalen Form gefunden worden, die Qumran-Rollen. Selbst von einem Muslim gefunden. Was für eine Doppelmoral. Lies das Injil. Komm zur Wahrheit. Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Im Alten und im Neuen Testament. Okay, Leute. Okay. Okay, wir beten jetzt. Wir beten jetzt zusammen. Johannes 17, Vers 3. Schöner Vers. Dann verstehst du den Vers auch in 1. Johannes 5, Vers 20, dass Jesus auch der wahrhaftige Gott ist. Aber ihr seid ja
Gehirn gewaschen, die meisten Muslimen, die keine Ahnung von der Bibel haben und irgendwelche Verse aus dem Kontext reißen. Ich kann dir über 100 Verse für die Göttlichkeit des Herrn Jesus geben. Aus dem Alten und dem Neuen Testament kann ich dir Verse geben. Leute, denkt, das ist nur, wo der Tisch gerade dran ist. Denkt euch nichts. So, der wackelt auch. Seht ihr? Ist auch nicht meine Wohnung. Die Wohnung gehört einem Bruder, die Wohnung gehört einem Missionar, der in Deutschland weit missioniert und in Afrika auch missioniert. Ihm gehört das Haus und ich bin zu Gast bei ihm. Wir werden auch eine Zusammenarbeit in Zukunft machen, so der Herr möchte, wenn ich nach Deutschland ziehe. Wahrscheinlich in der Nähe von Frankfurt, mal gucken. Okay, wir beten jetzt, also ich sag's nochmal. Möchtest du frei werden von Suizidgedanken, von Depressionen, von Pornografieproblemen, sexuelle Unmoral? Möchtest du frei werden von allen Ketten der Sünden, Ungehorsamkeit? Der Herr Jesus starb für alle deine Schuld am Kreuz und möchte dir vergeben. Die Bibel sagt, wenn du deine Sünden bekennst, so ist er treu und gerecht und wäscht dich rein von aller Ungerechtigkeit. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken brauchen den Arzt. Der Himmel freut sich über einen Sünder, der Buße tut, als 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Keine Umkehr. Der Himmel jubelt für jeden Menschen, der an den Sohn Gottes glaubt, denn seine Seele wurde gerettet und sein Geist wurde durch den Heiligen Geist aufgefrischt. Weißt du, da steht auch in Epheser 2, wir sind von Natur Kinder des Zorns. Von Natur sind alle Kinder des Zorns. Kinder des Antichristen quasi in der Hinsicht, dass du sündigst dann in einem bestimmten Alter zwischen 6 und 10 Jahren oder 12 bis 15, keine Ahnung. Und von Natur bist du ein Sünder, von Natur ein Kind des Zorns. Alle sind von Natur Kinder des Zorns, sagt die Bibel. Und darum sagt auch die Bibel, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wer nicht aus Wasser und Geist wiedergeboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Du bist fleischlich in Sünden geboren, Psalm 51, und du musst jetzt geistlich durch den Glauben und die Taufe wiedergeboren werden. Durch den Glauben bist du wiedergeboren und durch den Glauben lässt du dich im Wasserbad erneuern und in den Tod des Herrn Jesus hineintaufen. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Markus 16. Okay, Leute. Alle, die den Herrn Jesus annehmen möchten, alle, die Buße tun möchten, alle, auch die Muslime, betet mit. Ich habe den Islam verlassen vor ungefähr 6 Jahren, als ich mich beschäftigt habe mit dem Koran. Ich habe mich zuerst mit dem Koran beschäftigt, dann mit der Bibel. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, im Namen Jesus zu beten, weil die Bibel ist voll damit. Alles, was ihr bittet, in meinen Namen, das werde ich tun. Und ich habe dann im Namen Jesus gebetet, auch ein Bußgebet, was ich euch jetzt vorbeten werde. Und ihr betet hoffentlich mit mir. Genau so ein ähnliches Gebet habe ich gesprochen vor 6 Jahren, als ich den Islam verlassen habe. Und der Vater und der Sohn hat durch den Heiligen Geist sich mir offenbart. Als ich dieses Gebet gesprochen habe, war ich erfüllt durch den Geist Gottes. Ich hab so starke Gefühle vom Heiligen Geist bekommen, als ich dieses Gebet gesprochen habe. Und wir beten dieses Gebet jetzt. Wenn du auch als Muslim, Atheist, Buddhist, Hinduist, egal, wenn du selbst an diese AirPods glaubst, an einen Stein glaubst oder egal was glaubst, lass mich für dich beten und komm zur Wahrheit. Ganz kurz noch, Leute, dann nerv ich euch nicht mehr. Der Herr Jesus sagt, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Jeder Mensch, der aus der Wahrheit geboren ist, hört meine Stimme und folgt mir nach. Wenn du aus der Wahrheit bist, folgst du dem Sohn Gottes nach. Meine Schafe, meine Kinder hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Johannes 10, 27 bis 30. Die Kinder Gottes, die Schafe, hören die Stimme des Hirten. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Folgst du dem Sohn Gottes die Wahrheit nach? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Oder folgst du dem Teufel nach? Es gibt nur die Kinder Gottes, die an den Sohn Gottes glauben und die Kinder des Teufels, die nicht an den Sohn Gottes glauben und verloren gehen, wenn sie nicht Buße tun. Werde endlich ein Kind Gottes, ob du Muslim bist, ob du Atheist bist. Bete jetzt mit mir. So.
Leute, ich habe keinen Bock auf den Seil neben mir. Ich habe überhaupt keine Lust auf das Seil hier. Also, wir beten hier. Okay. Alles klar. Ich werde ein Vorgebet sprechen und du kannst mir gerne nachsprechen. Aber nicht nur mit dem Mund, sondern mit dem Herzen. Dazu Römer 10, Vers 9 bis 10, der letzte Vers für jetzt. Das ist der wichtigste Vers auch, den du jetzt verstehen musst. Das ist der wichtigste Vers für dieses Thema. Römer 10, Vers 9 bis 10. So. Wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an Jesus glaubt, wer an ihn, Jesus glaubt, wird nicht zu Schanden werden, wird nicht in die Hölle kommen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und wir rufen jetzt alle den Namen des Herrn an. Ich hoffe, du betest mit. Egal wer du bist, ob du Muslim bist, ob du Atheist bist, ob du, egal was du bist, bete dieses Gebet und empfange ewiges Leben. Okay, ich werde ein Vorgebet sprechen und dann könnt ihr mir gerne nachsprechen. Wenn ich sage, spricht mir nach, dann könnt ihr mir gerne nachsprechen. Geh in dein Zimmer, geh irgendwo, wo du alleine bist, geh auf die Knie, geh auf dein Bett, egal wo, und bete mit. Wenn ich sage, spricht mir nach, könnt ihr gerne nachsprechen. Vater, im Namen des Herrn Jesus Christus, Herr, du weißt, dass ich jetzt für diese Menschen bete, die dich als den Herrn annehmen möchten, Herr. Ich bete, Vater, in Jesus Namen, dass du ihnen den Heiligen Geist schenkst, Herr, dass du sie erfüllst und leitest mit deinem Heiligen Geist, dass du, Vater und Herr Jesus Christus, durch den Heiligen Geist in ihnen wohnst, Herr, und dass du sie frei machst von allen Ketten der Sünden, für alles, was der Feind für Ketten an sie gelegt hat, das breche ich im Namen des Herrn Jesus Christus. Und ich bete, dass jeder, der dich jetzt annimmt, Herr Jesus Christus, dass du dich ihm offenbarst und deinen Heiligen Geist gibst und dass sie im Laufe ihres Lebens sehen, wie der Geist Gottes sie geändert hat, dass sie auch lebendige Zeugnisse sind für andere Menschen, um zu zeigen, dass Jesus lebt in jedem Christen. Also bete ich, dass sie gerettet werden und deine Kinder werden, dass du sie aufnimmst, Vater, und sie rettest und übergibst dem Herrn Jesus Christus. So, jeder, der den Namen des Herrn anrufen möchte, jeder, der Buße tun möchte, jeder, der Kind Gottes werden möchte, der soll jetzt bekennen, mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Herr Jesus Christus, Vater im Himmel, im Namen des Herrn Jesus Christus, ich bekenne mich als ein Sünder. Ich bin ein Sünder. Sei mir, armer Sünder, gnädig. Ich glaube, Herr Jesus Christus, dass du der ewige Sohn Gottes bist, dass du das Wort Gottes, Gott manifestiert in Fleisch bist, dass du für meine Sünden und für die Sünden der ganzen Welt am Kreuz gestorben bist und wahrhaftig am dritten Tag auferstanden bist. Wir wiederholen das nochmal. Herr Jesus Christus, ich bekenne mich als einen Sünder. Sei mir, armen Sünder, gnädig. Ich glaube, Herr Jesus Christus, dass du der ewige Sohn Gottes bist, dass du das Wort Gottes, Gott, manifestiert im Fleisch bist, dass du für meine Sünden und für die Sünden der ganzen Welt am Kreuz gestorben bist und wahrhaftig am dritten Tag auferstanden bist. Danke, Herr Jesus Christus, dass du für alle meine vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden gestorben und wahrhaftig auferstanden bist und mir vergeben hast und dass du mich reingewaschen hast mit deinem Blut. Schenke mir deinen Heiligen Geist, erfülle mich und leite mich mit deinem Heiligen Geist. Heile mein Herz, heile mein Unterbewusstsein, heile meine Seele, erneuere mich im Heiligen Geist und erfüll mich und leite mich auch durch deinen Geist. Danke, dass ich gerettet bin, danke, dass ich jetzt dein Kind bin. In Jesus Christus Namen.
Amen. Stark. Die Bibel sagt, wer das mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der ist gerettet. Mach dir keine Sorgen. Die Bibel sagt, du bist gerettet. Und die Bibel, wenn Gott was durch die Bibel sagt, dann ist es die Wahrheit. Weil die Bibel ganz klar sagt, Gott kann nicht lügen. Gott kann nicht lügen. Gott ist die Wahrheit. Der Teufel ist der Lügner von Anfang an. So, wenn du dieses Gebet gesprochen hast, dann sag mir, wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Und falls du den Islam verlassen hast, ich hoffe es so sehr, wirklich, das ist die beste Entscheidung, was ich jemals getan habe, ein Kind Gottes zu werden. Oder vielleicht bist du Atheist gewesen und hast dieses Gebet gesprochen. Dann schreib mir auf Instagram, Alan Seligen, dann vielleicht kann ein Moderator mein Instagram posten. Falls du eine Gemeinde suchst, falls du eine Bibel brauchst, schreib mir. Falls du Fragen hast, schreib mir auf Instagram, Alan Seelengewinner. Hier, da muss ich das alleine machen. Okay, kann ich auch alleine machen. Danke, Leute, für die ganzen Geschenke. Der Herr segne euch. Gott segne euch. Danke fürs Unterstützen. Fühle mich so viel besser. Halleluja. Jesus liebt euch. Amen. Ich liebe Jesus. Halleluja. Gott segne euch alle. Möge der Vater und der Sohn durch die Kraft des Heiligen Geistes euch Frieden schenken. Lasst mich kurz für euch alle beten. Ich bete jetzt für euch alle. Warum? Weil ich jetzt beten möchte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gib uns unser tägliches Brot, Vater, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Vater, in Jesus Namen, Herr, ich kenne dich und du kennst mich und ich bin dein Kind, Herr, und ich bete, Herr, jetzt nicht für mich, sondern ich bete jetzt für diese Menschen, Herr. Ich bete, dass du diese Menschen alle, die meine Stimme hören, dass alle Ketten der Sünden im Namen des Herrn Jesus Christus, alles, was der Feind auf sie gelegt hat, ich breche das im Namen des Herrn Jesus Christus. Alle Verträge, die in der unsichtbaren Welt aus Versehen oder absichtlich geschlossen wurden, breche ich im Namen des Herrn Jesus Christus. Herr Jesus Christus, wasch sie rein mit deinem Blut, was du vergossen hast. Du bist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wie Thomas gesagt hat, du bist mein Herr und mein Gott. Du bist der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Du bist das Alpha und das Omega. Du bist der König der Könige. Du bist die Tür zu den Schafen. Du bist der gute Hirte. Du bist die Auferstehung und das Leben. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Du bist alles und durch dich ist alles geschaffen und für dich ist alles geschaffen, Herr Jesus Christus. Du bist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und ich bete, im Namen des Herrn Jesus Christus, dass jeder, der meine Stimme hört, dass du alle segnest, dass du diese Menschen segnest, die mich hören und sehen können, dass du sie frei machst von allen Ketten der Sünden, dass du, Herr Jesus Christus, deine schützende Hand auf sie legst, Herr, und das Böse sie nicht antastet, dass das satanische Königreich vom Herrn Jesus Christus getreten wird, dass du, Herr Jesus Christus, auf die Schlange getreten hast durch das Werk am Kreuz und du wirst wiederkommen, um erneut auf die Schlange auf den Kopf zu treten. Der Satan und die Dämonen haben keine Macht gegen uns Kinder Gottes. Wir haben die Autorität im Namen des Herrn Jesus Christus gegen sie. So bete ich, Vater, im Namen des Herrn Jesus Christus, dass du ihnen dieselbe Autorität gibst und dass sie sehen, dass sie mehr sind, dass sie Miterben deines Reiches sind, dass sie Söhne und Töchter Gottes sind. Und ich möchte, dass sie diese Autorität verstehen, dass sie nach deinem Ebenbild geschaffen sind und dass du sie segnest, sie behütest und ihre Familien segnest. Und ich bete, dass diese Muslime, alle, die gegen mich hassen, alle, die mich hetzen, ich segne alle Menschen, die mich hassen, ich segne alle Menschen, die mich verfolgen, im Namen des Herrn Jesus Christus segne ich sie, im Namen des Herrn Jesus Christus möge der Vater und der Sohn durch die Kraft des Heiligen Geistes euch allen die Augen öffnen zur Wahrheit. Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Ich sag's euch, Jesus hat mein Leben verändert, im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Er ist alles und durch ihn ist alles und für ihn ist alles. Alles Sichtbare und Unsichtbare ist durch den Sohn geschaffen. Der Vater hat durch den Sohn alles geschaffen. Genau, Sure 112 schickt dich genau in die Hölle. Genau diese Sure schickt dich in die Hölle. Da musst du lieber Psalm 2, Vers 7 lesen. In Jesus Namen, Amen. Die Menschen wissen gar nicht, dass wir
Miterben des Christus sind, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind durch die Kraft des Heiligen Geistes. Derselbe Geist, der Christus aus den Toten auferweckt hat, sagt Paulus, derselbe Geist, der in euch wohnt, der wird eure sterblichen Leiber vom Tode auferwecken. Ihr müsst endlich mal verstehen, was für eine Autorität ihr vom Herrn Jesus Christus habt. Und seine Feinde werden unter dem Schemmel seiner Füße kommen. Alle, die gegen den Herrn spotten, der Herr lässt sich nicht spotten. Der Herr hat sich noch nie spotten lassen und der Herr wird sich auch nicht spotten lassen von irgendeinem Geschöpf, den er gemacht hat und der gegen ihn rebelliert, gegenüber dem hochgelobten, ewigen Sohn Gottes. Solange deine Feinde, sagt der Vater, nicht unter den Schimmel deiner Füße sind, wird es keinen Frieden geben. Eines Tages wird es Frieden geben, wenn alle gerichtet sind und alle, die gegen das Kreuz waren und gegen den Sohn Gottes waren, eines Tages aus dem Buch des Lebens ausgelöscht werden, traurigerweise, wirklich traurigerweise, und sie verloren gehen und die Gerechten ins ewige Leben kommen und die Ungerechten in die ewige Strafe, dann gibt es endlich Frieden im Reich Gottes. Wir werden herrschen, sagt die Offenbarung. Wir werden herrschen für alle Ewigkeiten. Wir werden die Krone des Lebens bekommen und wir werden auf dem Thron sitzen mit dem Sohn Gottes, auf seinem Thron. Sagt Offenbarung 3. Leute, ich sag euch, betet. Betet. Wenn du Sorgen hast, bete. Wenn du Probleme hast, bete. Wenn du, weiß ich nicht, depressiv bist oder sonst was, bete zum Vater im Namen des Herrn Jesus Christus. Die Bibel sagt, bete ohne Unterlass. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vom jeglichen Worte, die aus dem Munde Gottes kommen. Das bedeutet, du brauchst Nahrung für deinen Körper, du brauchst auch Nahrung für Geist und Seele. Also lies das Wort Gottes, lies die Bibel und lass dich durch den Heiligen Geist verändern tagtäglich. Du wirst Weisheit erlangen, du wirst dich durch den Heiligen Geist richtig artikulieren lassen und du wirst wie ein weiser Mann oder wie eine weise Frau sprechen können durch die Kraft des Heiligen Geistes, der dich tagtäglich verändert und er wird dich frei machen. Wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Es gibt keine Vergebung der Sünden. Die Bibel sagt, ohne das Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Hebräer 9, Vers 22, und alles wird nach dem Gesetz durch Blut gereinigt und ohne das Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Und der Sohn Gottes hat sein Blut für dich vergossen, damit du ewig lebst, damit du vergeben bist. Und durch sein Blut sind wir reingewaschen von allen unseren Sünden, sagt Kolosser. Der Vater hat uns zur Sohnschaft berufen. In Kolosser, lesen wir mal, in Kolosserbrief 1, Vers 13 und 14. Im Kolosserbrief 1, 13, 14. Ich finde es so stark, Leute, dass so viele Menschen den Herrn angenommen haben und auch viele Menschen mitgebetet haben und dass viele Menschen auch zuhören. Anstatt, dass sie jetzt irgendwelche dummen Sachen machen, hören sie lieber Gottes Wort und sind auch in christliche Lives. Ich finde das so schön, dass so viele Menschen sich interessieren für die Bibel, dass die junge Generation, diese Generation, die langsam verloren geht, endlich aufwacht und den wahren Schöpfer anerkennt durch Christus Jesus. Ich bin so glücklich, dass wenn ich sehe, dass meine Generation zu Gott findet. Wirklich, diese Generation braucht Jesus. This generation needs Jesus Christ. Jeder braucht den Herrn Jesus in dieser Generation. Gott liebt die Demütigen. Demütigt euch vor den Heiligen Gott. Geht beten. Liest das Wort Gottes in Zukunft. Gott liebt die Demütigen. Gott, guck mal, wenn du hochmütig bist, warum wurde Luzifer zum Satan? Warum wurde Luzifer aus dem Himmel geworfen, wurde zum Satan? Wegen Hochmut. Hochmut, Arroganz und Stolz. Heutzutage haben viele Jugendlichen viel verloren. Ja. Kommst du morgen nach Wiesbaden? Ja, ich war heute in Wiesbaden. Ich weiß nicht, ich bin morgen kurz in Wiesbaden, aber ich werde dann morgen von Wiesbaden nach Frankfurt gehen und ich werde morgen in Frankfurt evangelisieren. Also wenn du aus Frankfurt kommst oder aus Hessen oder sonst wo, Rüsselsheim, Wiesbaden, dann kannst du gerne nach Frankfurt am Main kommen. Wo genau? Instagram, Alan Seelengewinner. Folgt mir alle auf Instagram. Geht auf Instagram, folgt mir. Da gibt es immer gute Stories, da gibt es immer Ankündigungen, da gibt es immer Bibelverse, da gibt es immer schöne Sachen,
Ja, ich werde auch auf mein Insta immer ankündigen, wann ich live gehe. Also meistens. Nicht immer, meistens. Also, wenn du in der Nähe von Frankfurt lebst, komm morgen nach Frankfurt. Wann kommst du mal? Stuttgart, Bruder. Ja, ich kenne viele Leute aus Stuttgart. Vielleicht sollte ich mal nach Stuttgart kommen. Irgendwann einmal komme ich auch nach Stuttgart und so weiter. Komm nach Wien. Ich wohne in der Nähe von Wien. Ich wohne ja in Österreich eigentlich. Ich wohne ja nicht in Deutschland. Ich bin nur zu Besuch hier. Also, morgen bin ich in FFM, Frankfurt am Main, an der Zeil. Ich bin an der Zeil, da wo der New Yorker ist. Der New Yorker ist da und gegenüber ist diese Shopping Arena an der Zeil. Können Sie für mich beten? Ich bin dafür zu schwach, um mich für selbst zu beten. Ja. Vater, im Namen des Herrn Jesus Christus, ich bete für diese Frau oder für diesen Mann, Herr, der Gebet braucht. Ich bete, dass du dieser Seele Ruhe schenkst, dass du dieser Seele, ja, deinen Frieden gibst, Herr. Wie du gesagt hast, einen Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, den die Welt gibt, gebe ich euch. Herr, ich bete, dass du dieser Seele, diesem Menschen Frieden schenkst. Dass du ihn segnest, Vater, in Jesus Namen, dass du ja ihre Sorgen nimmst und dass du sie von innen heraus reinigst und auch segnest, sowohl geistlich als auch körperlich, physisch und auch finanziell, bete ich einen Segen im Namen des Herrn Jesus Christus, auch für jeden Menschen, der es empfängt, in Jesus Namen. Amen. Okay, zurück. Kann ich dich wegen einer Gemeinde auf Insta anschreiben? Ich suche eine Gemeinde. Ja, du kannst mir gerne anschreiben. Wie ist deine Familie damit umgegangen, dass du konvertiert bist? Eigentlich ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt nicht ein fanatischer Mensch in einer streng muslimischen Familie aufgewachsen. Dennoch sind sie alle noch Muslime. Ich bete jeden Tag für sie, dass der Geist Gottes sie auch überführt und dass der Vater sie rettet. Ich hatte interessante Gespräche. Heute wurde viel für mich gebetet. Viele haben für mich gebetet heute wirklich. Sie haben auch die Hände auf mich getan. Und als sie die Hände auf mich getan haben und für mich gebetet haben, ich habe wirklich die Kraft des Heiligen Geistes gespürt. Oder wir waren ungefähr vorhin 30 Leute. Wir waren 30, 40 Leute in einer Gemeinde und dort haben wir alle gebetet. Ich hab noch nie, glaube ich, oder schon. Ich habe schon mal so dermaßen den Heiligen Geist gespürt, also die Kraft des Heiligen Geistes, aber ich habe vorhin in der Gemeinde so stark den Heiligen Geist gespürt, als war es so mächtig, die Präsenz Gottes. Es war so krass. Ja. Wach auf, ein Gott stirbt nicht. Ja, Gott stirbt auch nicht. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Bete weiterhin fünfmal am Tag Richtung diesen dämonischen Geist zu deinen Dämonen. Die Bibel sagt ganz klar, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn Geist und Wahrheit anbeten. Möge der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist deine Augen öffnen und dich, meine verlorene Seele, mein lieber antichristlicher Geist. Ich kenne den Geist des Antichristen. Ich arbeite gegen den Geist des Antichristen. Ich als Evangelist bin dazu berufen, den antichristlichen Geist von dir zu nehmen. Das ist meine Berufung. Deinen unerlösten Geist zu nehmen und den Heiligen Geist, das der Vater in dir gibt. Das ist meine Berufung. Und das versteht ihr nicht, dass jeder Geist, der nicht Jesus als den Herrn bekennt, nicht der Heilige Geist ist. Der Geist Gottes bekennt Jesus als den Herrn. Der Geist Gottes bekennt, dass Jesus der ewige Sohn Gottes gekreuzigt und auferstanden ist. Der antichristliche Geist verleugnet den Sohn Gottes. Der antichristliche Geist verleugnet den Sohn, die Kreuzigung und die Auferstehung. Das ist der größte Unterschied. Und da müsst ihr aufwachen. Der Geist ist es, der Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind, wie die Bibel sagt. Ich gehe auf keine 0815 muslimischen Fragen mehr ein. Es ist 1 Uhr. Ich gehe nicht auf diese dämonischen, kleingläubigen 0815 Fragen mehr ein. Ich werde auf jeden Fall die Kommentare ausschalten, weil man sieht ja, diese dämonischen Geister, als würde die Dämonen sagen, meine Umma, mein Kalifat, kommt meine lieben Muslime, lass uns in dieses christliche, gesegnete Life gehen und hetzen und lügen und unsere Hässlichkeiten aus dem Geist offenbaren. Die Bibel sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Was zeigst du wie Frucht? Was ist deine Frucht? Kennst du den Vater?
Ich kenne den Vater. Der Vater hat sich mir offenbart durch den Heiligen Geist. Ich kenne meinen Schöpfer. Ich kenne den Vater und den Sohn, den Heiligen Geist. Ich bete durch Geist und Wahrheit zum Vater, wie der Herr Jesus gesagt hat. Die wahren Anbeter sind diejenigen, die den Vater anbeten in Geist und Wahrheit. Ich spüre den Geist Gottes. Der Geist Gottes spricht zu mir. Der Vater spricht durch seinen Geist zu mir. Hast du mal die Stimme Gottes gehört? Ich kenne seine Stimme. Seine Stimme ist sanft. Weißt du, wie er mich nennt? Er nennt mich mein Kind. Es ist eine Stimme, mein Kind. Und dann kommt eine laute Stimme, wie ein Posaunenschall ab und zu. Mein Kind. Und dann gibt er mir etwas Gutes mit. So wie zum Beispiel letztens. Mein Kind, dir sind die Sünden vergeben. Geh hin und sündige nicht mehr. Dir sind sie vergeben. Verkündige das Wort. Hör nicht auf, das Wort zu verkündigen. Wandle im Geist und nicht im Fleisch. Ich höre den Geist Gottes. Warum? Weil ich ihn angenommen habe. Nicht, weil ich ein guter Mensch bin, nicht, weil ich gute Werke tue, sondern weil ich aus Gnade gerettet bin. Die Bibel sagt, meine lieben Muslime, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der was? Den Vater und den Sohn leugnet. Der Geist des Teufels, des Antichristen, leugnet den Sohn Gottes, dass er gekreuzigt und auferstanden ist. Das ist der Geist des Antichristen, der den Vater und den Sohn leugnet, sagt die Bibel. Wer den Sohn leugnet, der hat den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat den Vater. Es gibt nur zwei, Kinder Gottes und Kinder des Teufels. Du bist ein Kind Gottes, wenn du an den Sohn Gottes glaubst, dass er für deine Sünden wahrhaftig gekreuzigt wurde und wahrhaftig auferstanden ist. Der Geist Gottes bekennt es aus einem Menschen. Der Geist Gottes bekennt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Der Geist Gottes bekennt, dass Jesus der ewige Sohn Gottes ist. Aber der Geist des Antichristen schickt dich in die Hölle. Der Geist des Antichristen, der den Sohn Gottes leugnet, leugnet das ewige Leben. Der Geist des Antichristen, des Teufels, leugnet die Kreuzigung. Und wer das tut, der leugnet den Vater. Denn der Vater gibt Zeugnis über seinen Sohn. So, ich hoffe, einer hat einen Screenshot gemacht von dem Hutfoto. Ich mag diesen Hut. So, Leute, wirklich, ich zeige euch das. Ich zeige euch das aus der Bibel, damit ihr keine Ausreden habt am Tag des jüngsten Gerichts, wenn ihr seht, dass ein imaginärer Allah nicht existiert und dass deine Siratbrücke und dass dein Mohammed im Totenreich ist, laut Johannes 3,36, und dass Mohammed selbst im Totenreich auf sein Gericht wartet, weil er den Sohn abgelehnt hat. Wir lesen es nochmal. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist was? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Der Antichrist leugnet den Vater und den Sohn, wie die Muslime den Sohn leugnet. Und was passiert mit den Muslimen, die den Sohn leugnen? Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Wer den Sohn bekennt, der hat den Vater. Okay. Halleluja. In Jesus Namen. Amen. Wer nun bekennt, meine Lieben, wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Ihr Muslime kennt den Vater nicht und Gott bleibt nicht in euch, weil ihr den Sohn ablehnt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Ihr leugnet den Sohn Gottes. Ihr seid was? Was seid ihr? Das ist der Antichrist, der Jesus im Fleisch verleugnet. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen. Wer ist ins Fleisch gekommen? Das Wort wurde Fleisch. Wer ist das Wort? Das Wort ist Gott. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jesus ist das Wort, Jesus ist Gott. Und jeder, der leugnet, dass Jesus das Wort Gottes, Gott im Fleisch ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, der Jesus das Wort im Fleisch leugnet. Das sind die Muslimen, das ist diese Umma, dieses Kalifat vom Islam. Der Antichrist, die Religion des Antichristen, die den Sohn leugnen. Die schwarze Flagge,
die Schlange, genannt auch Allah, der Drache, der den ganzen Erdkreis täuscht, Sure 53, Allah, der größte Täuscher, das ist die Religion des Antichristen, der was? Der den Sohn leugnet. Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Ihr seid genau das, was die Bibel sagt. Und ihr müsst Buße tun. Kinder, also an die Kinder Gottes, an die Christen, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, also der Geist Gottes, welcher in euch ist, größer ist als was? Der Geist des Antichristen, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott, wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Der Geist der Wahrheit, der Jesus im Fleisch bekennt, und den Geist des Irrtums, der Jesus, das Wort Gottes, im Fleisch verleugnet. Das ist der Antichrist und die Religion des Antichristen, die den Sohn Gottes ablehnen. Und sie werden alle gerichtet werden, weil sie nicht an den Sohn Gottes geglaubt haben. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, wenn du so einen Vers vom Koran findest, wenn du so einen Vers findest, glaub mir, ich esse einen Besen. Ich werde jetzt einen Besen essen, wenn du solche Verse findest im Koran. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, der ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Daran, guck mal, meine lieben Muslime, meine liebe Munafikun. Daran ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott, der Vater, seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat, den Heiligen Geist Gottes. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Halleluja! Halleluja! Amen! In Jesus Christus Namen, Amen. Ich sag euch, ihr antichristliche Geister, ihr, meine Lieben, ihr habt keine Macht über mich. Der Geist Gottes in mir ist größer als der Geist des Antichristen in euch. Ich habe keine Angst vor irgendwelchen. Ich kenne den Geist des Antichristen. Ich kenne ihn. Ich kämpfe gegen diesen Geist des Antichristen. Ich kenne diesen Geist sehr gut. Glaub mir, ich kenne den. Und das ist jener Geist, der Jesus als den Sohn Gottes ablehnt. Okay, und wie wechsle ich jetzt die Kamera? Ich bin so ein Patient, ne, dass ich jetzt so dermaßen... Wow. Hä, wo ist die Kamera drin? Ah, da oben. Okay, sehr gut. Ich musste einfach nach oben swipen. Niemand hat Gott je gesehen, jemals, sagst du. Ja, dann lies doch mal den Vers zu Ende aus Johannes 1. Niemand hat Gott je gesehen, außer der eingeborene Sohn, der selbst Gott ist. Er hat uns den Vater gezeigt. Ich habe Bauchschmerzen. Ich werde jetzt offline gehen. Wir haben viele, die mitgebetet haben, viele, die zum Glauben gekommen sind. Wenn du, guck mal Leute, folgt mir auf Instagram. Morgen werde ich posten, wo ich bin. Ihr könnt gerne nach Frankfurt kommen. Wir können miteinander reden. Die Muslime sind auch willkommen. Wenn du ein Muslim bist, komm nach Frankfurt morgen. Lass persönlich reden. Ich gebe dir Wasser, ich gebe dir Trinken, ich gebe dir sogar Essen. Ich liebe meine Feinde. Ich liebe die mich verfolgen. Ich liebe diejenigen, die was gegen mich haben. Warum? Weil ich ein Kind Gottes bin. Ich segne dich. Du hasst mich, weil dein Gott sagt, hasst die Kuffar, bekämpft sie im Namen Allahs. Unser Gott sagt das nicht. Unser Gott, der wahre Gott, eure Feinde, segnet die euch fluchen, segnet die euch verfolgen. Das ist der wahre Gott, der die Liebe in Person ist. So, Leute. Ich werde noch kurz einen Segen aussprechen.
So. Ich wünsche euch gute Nacht. Möge der Vater im Namen des Herrn Jesus Christus jeden von euch segnen, euch behüten und leiten mit dem Heiligen Geist. Ich wünsche euch alle eine angenehme ruhige Nacht. Ich bete, dass ihr gut schlafen könnt, dass der Vater euch segnet. Ich bete im Namen Jesus Christus, dass eure Familien gesegnet sind, dass jeder, der krank ist, gesund ist. Alle, die Schmerzen haben oder Krankheiten haben, werde geheilt im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. In Jesus Namen. Amen. So, genau. Wenn du neu im Glauben bist, dann schreib mir auf Instagram. Wenn du eine Bibel brauchst, schreib mir auf Instagram oder geh auf www.kostenlosebibel.de. Wenn du aus Frankfurt bist oder in der Nähe von Frankfurt, komm morgen nach Frankfurt. An der Zeil, da wo der New Yorker ist und diese Shopping Arena. Ich werde sowieso morgen Standort schicken, wo wir sind, dann mit Hakika TV. Als Muslim bist du auch willkommen, wenn du friedlich bist und auf eine erwachsene Ebene dich artikulieren kannst und dich geben kannst und du Erziehung genossen hast, dann bist du auch willkommen morgen. Und ja, Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters in Wahrheit und Liebe. Der Herr segne euch und behüte euch und lasse sein Angesicht auf euch scheinen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Gottes Segen, Leute. Kommst du morgen live? Yes. Morgen machen wir vielleicht Offenbarung. Mal gucken. Gottes Segen.